Und damit begrüße ich euch wieder recht herzlich hier zu Bioshock Infidinxi. Und wir sind auf dem Weg Richtung Monument Island. Und können uns jetzt hier noch verschiedene Sachen kaufen. Was gibt es denn hier Schönes? Krähenfalle-Hilfe. Was bewirkt, dass Opfer von Killerkrähen zu Krähenfallen werden? Ach, das ist natürlich nett. Dass die dann im Nachhinein dann selber eine Falle werden. 1485. What? Die haben wir nicht. Dann müssen wir mal gucken. Was haben wir hier noch? Ja, Gesundheit, Salz, Munition. Brauche ich alles nicht. Haben wir nicht nötig. Wir sind nämlich fleißige Sammler, deswegen brauchen wir das nicht. Okay, hier wissen wir, laufen Wachen rum. Zwei Stück an der Zahl. Eine sitzt da, eine ist dort am Patrouillieren. Was sagt das Kinetoskop? Unheimliche Gebilde in Columbia. Columbia staunt und erschrickt über seltsame Erscheinungen. Was ist das? Was sind das für Phänomene, die erscheinen und dann wieder verschwinden? Columbias größte Denkerin schweigt dazu. Aha, das heißt, sie weiß, was Sache ist. Vermutlich. So, so. Lebt der? Ja, der lebt. Den können wir doch gleich mal hier... Ja, das war einfach. Ja, da haben wir den Helm getroffen, deswegen ist er nicht gleich umgefallen. Wow. Was interessant zu beobachten ist, dass hier Männer sowie Frauen in der Armee bei denen anscheinend sind. Boah, wie viele da noch kommen? Ach, dort oben ist so ein Geschützhammel. Haben wir das auch gleich mal kaputt gemacht? Okay, dort hinten ist einer. Ich kann ihn nicht genau durch den Nebel erkennen, aber ich weiß, dass er da ist. So, schön alles mitnehmen hier. Du warst ein bisschen auffällig versteckt. Ja, das war ja leichter als gedacht. Schön. Mag's ja, wenn's funktioniert. Und glaubt mir, das Spiel ist normalerweise nicht so einfach. Ich glaube, das hat was hier mit dieser goldenen Waffe zu tun, die ich leider... Also nicht leider, die ich durch den Download des Spiels irgendwie bekommen habe oder durch das erste Durchspielen oder ich weiß es gar nicht. Aber ich konnte die jetzt nicht ablehnen zu nehmen. Deswegen, ich habe jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht, habe ich die jetzt halt... Aber normalerweise ist das Spiel einiges schwerer. Aber gut, es wird auch wahrscheinlich nochmal schwerer werden. Das werden wir im Laufe des Spiels noch feststellen. Okay, ganz normales Sturmgewehr. Okidoki, was haben wir hier? Zigaretten. Aha. Nichts, was wir mitnehmen können. Nichts von Interesse. Geld, das ist schon mal wichtig. Und Schokoriegel, den nehmen wir auch mit. Und natürlich das Geld dazu. Okay. Dann denke ich, können wir doch hier jetzt einfach mal weiter gucken. Okay, hier war auch noch irgendwas drin. Wie komme ich denn hier rein? Von der anderen Seite dann. Okay. Nun gut, dann gehen wir durch die Tür. Haha. Geld, Geld. Dose und Apfel. Oh Gott, wie soll ich denn hier 1500? Das ist ja, da muss ich echt viel sammeln. War das alles?
Ja? Na ja, gut. 1485. Ja, die will ich haben. Was wäre hier das? Fügt Mini-Cluster für einen größeren Wirkungsbereich und mehr Schaden hinzu. Ja, ich bin jetzt nicht so der Freund. Ich finde die Krähen ganz cool. Die würde ich gerne ein bisschen ausbauen. So. Wow. Ist ein bisschen beschädigt, die Statue, ne? Im Gesicht. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ding, ding. Verzeihung, Sie haben keinen Zutritt zu Fortinet Island. Sie müssen gehen. Personal erreicht die Insel über die Skyline. Die Skylines, huh? Diese Dinger, mit denen die Cops da vorhin bei der Verlosung ankamen. Ah. Okay. Und natürlich gucken wir uns erst noch um. Ich habe bestimmt auch schon 1000 Sachen übersehen. Diese Linie geht nach Monument Island. Mal probieren. Okay, dann, Hui! Oh Gott! Schon cool. Zack! Habe ich da gerade getrunken? Bier. Na toll. Wollte ich eigentlich nicht. Oh, das hat sich gelohnt. Was nehmen wir denn? Gesundheitsschild? Ich nehme mal Schild. Ich fühle mich schon besser. Das ist gut. Okay, die haben ja anscheinend ordentlich gezwitschert, die zwei Kollegen, die hier waren. Ah, und hier kann ich nochmal durchs Fernglas gucken. Die haben sie ja überall aufgestellt. Nein, ich darf da nicht durchgucken. Doch, oder? Hallo? Da stand doch gerade irgendwas dran. Na? Na, jetzt aber. Okay, ich sehe riesige Ballons. Okay, hier kann man einfach ein bisschen Wache halten. Nun gut. Ups, Entschuldigung. Na, jetzt aber mal den richtigen Knopf. So. Das gab sogar einen Erfolg gerade. Dann müssen wir jetzt wohl weiter mit der Bahn fahren, oder? Hui! Oh, ich kann dich sogar beschleunigen. Oh! Guten Tag. Sonst jemand? Nein? Gut. Ah. Und der Herr sah, dass die Schlechtigkeit des Menschen groß war. Da reute ihn, dass er gemacht hatte, den Menschen auf Erden. Regen. 40 Tage und 40 Nächte lang. Und er tilgte alles Leben vom Erdboden. Seht ihr, meine Freunde, selbst Gott hat das Recht auf einen zweiten Versuch. Und was ist Columbia anderes als eine zweite Arche für einen zweiten Anlauf? Mhm, so sieht er das also. Okay, ich glaube, hier können wir den Platz freimachen. Also für ihn ist das alles hier wie eine Wiedergutmachung der Menschheit. So hört er sich das zumindest an. Hui! Juhu! So. Ja, und jetzt? Ah ja. Okay, gibt's hier irgendwo so einen coolen Geschützturm? Nein? Schade. Den hätte ich jetzt hier ganz gut gebrauchen können. Weißt du, was der Kerl getan hat? Was erwartest du von einem Anarchisten? Fitzroy hat sie abgerichtet wie Hunde. Die gehen. Na, komm. Jetzt aber. Was? Noch einer? Wo kommst du denn her? Ja, ja, ja. Kein Problem. Jetzt muss ich hier runter, oder was?
Das war vorauszusehen, dass das wehtut. Oben ist noch eine Skyline. Wenn ich irgendwie höher raufkäme, käme ich wohl ran. Ich hätte vielleicht den Haken benutzen können. Dann hätte ich die auch überraschen können, die Kollegen hier. Jetzt können wir noch mal ein bisschen Salz auffüllen. Ist auch nicht verkehrt. Naja, hier Salz auffüllen und so. Geht auch schneller und einfacher, wie man sieht. Was war jetzt das? Komisches Geräusch. Vielleicht sollte ich auch öfters das Maschinengewehr benutzen. Ich glaube, ich brauche hier nämlich einiges an Munition gerade für die normale Waffe. Okay, jetzt schauen wir mal, dass man hier nach oben kommt. Ist hier noch was? So, einmal darüber. Würde ich jetzt schon? Nee, jetzt komme ich noch nicht da dran. Aber hier komme ich hin. Warte, was? So, what? Was die alles hier Alkohol trinken? Aber ich meine, ganz ehrlich, um das hier zu ertragen, muss man, glaube ich, ordentlich was getrunken haben. So schön. Oh, was haben wir denn da? Ein Mantel der Leiden. Gegner sind leicht per Nahkampf zu exekutieren. Okay, das nehmen wir mit. Ziehen es aber nicht gleich an. Ich habe noch wunderbare Sachen an, wie ich finde. Was war das jetzt? Was hat er mir gerade angezeigt? Was? Okay, der hat mich ein wenig überrascht. Aber kein Problem. Okay. Was haben wir im Portemonnaie? Sehr schön. 600 Öcken haben wir schon. Irgendwas macht hier Hubschrapp, Schrapp, Schrapp, Schrapp. Ah, hier komme ich zur Skyline. Na schön, das ist dann die andere Seite, okay. Na dann. Los geht die wilde Fahrt. Schießen die auf mich? Huch. Trete zurück! Was ist hier los? Wenn du den Delaware überquertest mit flammendem Schwert auf Engelsflügeln, behüte mich. Erhöre mich. Die sind nicht böse. Was soll das hier bedeuten? Ich verstehe es nicht ganz. Warum greift ihr mich nicht an? Er hat gespeichert. Warum? Tut ihr mir nichts? Das ist jetzt ja extrem komisch. Okay, dann lasse ich die auch mal in Ruhe, weil wer mich nicht angreift, der darf auch ein bisschen länger auf dieser Erde verweilen. So. Na dann. Hoffe ich mal, dass das keine Falle ist. Oh. Ist jetzt Beatstunde angesagt, oder was? Ich weiß, was du hier willst, falscher Hirte. Ich sehe jede Sünde, die deine Seele verfinstert. Wounded Knee. Die Pinkertons. Alkohol, Glücksspiel. Und natürlich Anna. Was? Und jetzt, um die Schuld zu tilgen, willst du mein Lamm rauben? Ja, warum nicht? Doch nicht jede Schuld lässt sich tilgen. Bocker. Du kennst mich nicht, Kumpel. Die Prophetie ist mein Beruf, Mr. DeWitt. So wie Blut der Ihre ist. Wissen Sie, warum diese Männer für mich sterben? Ich habe ihnen eine ruhmreiche Zukunft vorausgesagt. Und so sind sie zufrieden. Was führt Sie nach Columbia, Bocker? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld? Das führt zu Blutvergießen, DeWitt. Aber so endet es ja immer nicht. Es endet immer mit Blutvergießen. Weiß ich nicht. Huch. Du willst mein Lamm auf Abwege führen, aber dein Stab ist krumm und dein Pfad gewunden. Geh! Geh zurück in das Sodom, aus dem du kamst! Ja, also wir müssen jetzt nicht zwingend Blut vergießen. Wir können auch einfach ein bisschen miteinander schnacken, wenn du willst. Nun gut, die tun mir immer noch nichts, deswegen dürfen die auch da bleiben.
Interessant. What? Mal ganz ehrlich. Ach du Scheiße. Was war das jetzt? Hat er jetzt hier reingeschossen oder was? Da bist du nicht mehr ganz schappi oder was? Ja, zum Angriff. Ich muss die Steuerung finden, um nach Monument Island zu kommen. Okay, dann haben wir jetzt hier eine wilde Zeppelinfahrt. Glaube ich. Halt, da war doch was. Okidoki. Salz ist voll. Hier haben wir nochmal Silber. Dollar, Igel, Adler. Wie auch immer. Hörst du auf dich? Wollt ihr ein bisschen kuscheln oder was? Soll ich euch alleine lassen? Na dann. Okay. Viel Spaß. Hier gibt es noch ein paar Kostbarkeiten. Hier ist zu. Nee, ist noch gar nicht zu. Gute Frau, ich würde gerne. Ich tue dir schon nichts. Richtung Monument Island müsste ich. Ich guck mich aber trotzdem noch mal ein bisschen um, nicht dass ich hier so ein tolles Fläschchen übersehe oder so. Was ist das hier? Okay, einfach nur Textur. Na dann. Ist ja jetzt nicht so berauschend, der Zeppelin. Dann fahren wir mal Richtung Monument Island. Was heißt S12E706? Sind das Koordinaten? South 12 East 706, kann das sein? Ich weiß es nicht. Ah, okay. Hier Steuerung manipulieren, dann gib ihm. Okay, ich krieg das Ding schon irgendwie flott. Der Herr vergibt alles. Aber ich bin nur ein Prophet. Ich muss nicht vergeben. Amen. Amen. Hm? Hm? Mm-mm. What? Oh mein Gott! Ja, was macht denn die... Alter, ich sag doch, das ist voll die kranke Sekte hier. Oh mein Gott! Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nein! Ich krieg noch eine Chance, das ist nett. Scheiße! Hui! Ach du Shit! Die Frau, hey. Die ist ja drauf. Tschüss, schöner Zeppelin, der nicht so spektakulär war, wie ich mir erhofft hatte. Okay, muss ich jetzt hier irgendwo runter, oder was? Sieht so aus. Lauter Verrückte hier auf der Insel. So eine schöne Stadt in so einem schönen Gebiet und dann lauter Verrückte. Okay, Monument Island ist vom Propheten her geschlossen worden. Das soll uns mal nicht aufhalten, denn wir wissen, der Prophet ist nicht unser Freund. Hier gibt es auch keine versteckten Sachen. Dann, du bist hier mit den Zaubern. Ich habe immer noch nicht genügend Kohle, glaube ich. Nein, habe ich tatsächlich nicht. Na, dann gehen wir einfach mal weiter. Ja. Monument Tower. Es erschien mir nicht der richtige Ort, um ein Mädchen festzuhalten. Wovor hatten diese Leute solche Angst? Das möchte ich auch gerne wissen. Da ist es. Monument Island. Okay, wir sind aber noch echt sehr weit weg von dieser Statue, kommt mir zumindest so vor. Dafür, dass wir jetzt auf einer Insel sind. Möchte bloß wissen, wieso man sie hier entsperrt. Ist das bestimmt eine größere Insel? Naja. Ich hab mich gerade schon gefragt, wie ich hier rüberkommen soll. So. Was hat es da geschrieben? The seed of the prophet shall sit the throne and drown in flames the mountains of man. Ja, dann, das passt hier zu eurem Gesamtkonzept. Bitte was? Was haben wir hier? Geld? Und keine Wachen, das finde ich gut. Zumindest bis jetzt noch keine. Gasmasken. Oh. Ein Voxophon. Von einem Schwarzen.
Ich schätze, selbst in einer gesicherten Abteilung brauchen die weißen Jungs einen, der die Böden schrubbt. Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler achten nicht darauf, was sie in meiner Gegenwart sagen, weil ich ja nur ein dummer Farbiger bin. Aber ich merke, dass sie eine Höllenangst haben vor dem Ding, das sie da oben eingesperrt haben. Ja, sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und jetzt wissen sie nicht, ob sie ihn festhalten sollen oder weglaufen. Ich möchte dazu betonen, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Schwarzer sage, das absolut nicht rassistisch meine. Ich könnte natürlich auch Migrant mit afrikanischem Hintergrund sagen oder dunkelhäutiger Mitmensch, wie auch immer. Es ist aber tatsächlich nicht in keinster Weise rassistisch gemeint. Davon nehme ich absolut Abstand. Okay, was sind wir jetzt hier? In diesem Monumentgebäude schon, oder was? Okay, es scheint hier ein bisschen Schaden genommen zu haben. Ich sehe hier eine Skala, die uns verschiedene Zeitphasen einer Frau zeigt. Altersstufen, wie auch immer. Okay, Vox Populi Crime Board. Aha. Was haben wir denn hier? Mörder 15, 20, minus 3. Aha. Okay. Was ist das? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Aber es ist hier anscheinend Forschung betrieben worden. Was? Nach diesem. Was? Path? This Point? 72 Stunden Quarantäne? Achso. Ich verstehe es nicht ganz. Okay, wo sind wir hier reingeratet? Speak to the Species Man. Aber so leid es mir tut, müssen wir hier leider eine Folgenpause machen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid, wenn es hier weitergeht bei Bioshock Infinite. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht es gut.